Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf meinem Kanal und heute geht es um die Woche 10 Aufgabe. Diese heißt hier, sammel Holz von einem Piratenschiff oder Wikingerschiff, sammel Stein von einem Forkknife oder Regenschirm und sammle Metall von einer Roboterfabrik. Das hier ist eine Phasenaufgabe mit 3 Phasen und ich werde euch hier auf jeden Fall zeigen, wo dann diese ganzen Orte sind, wo wir hin müssen. Und auf jeden Fall würde ich sagen, wir verbrennen jetzt keine Zeit, wir gehen jetzt mal direkt in eine Runde und dann zeige ich euch, wo diese ganzen Orte sind. Ich zeige euch mal direkt zu Beginn, wo es die 2 Schiffe gibt und zwar gibt es ein Schiff ja hinten bei diesem Wikingerdorf. Dieses ist genau hier neben Snobby Shores. Genau das hier. Hier vorne ist das Wikingerschiff, wie gesagt, es ist im Wikingerdorf und auf jeden Fall müssen wir hier einfach mal Holz sammeln und wie man merkt, es gibt auf jeden Fall sehr viel Holz. Natürlich in der Spielwiese gibt es ein bisschen mehr, aber an sich gibt es allgemein ein bisschen viel Holz, daher sollte es hier auf jeden Fall mega easy gehen. Auf der Karte wäre das genau hier im Wikingerdorf. Und falls ihr zum Piratenschiff gehen wollt, dieses ist hier in Lazy Lagoon vor mir, man sieht es ja hier, da ist dieses Piratenschiff. Auch hier könnt ihr einfach ganz kurz oben drauf landen, das Ganze auseinanderbauen, das zählt dann auf jeden Fall. Ihr müsst hier einfach nur Holz sammeln und wie man merkt, das Ganze ist auf jeden Fall echt eine sehr einfache Aufgabe und ich würde sagen, wir gehen ja schon direkt zur zweiten Phase. Bei der zweiten Phase müssen wir Stein sammeln und das bei einem Forkneif und bei einem Regenschirm. Und dieser Regenschirm ist auf jeden Fall direkt hier neben dem Block. Hier vorne ist so ein Regenschirm und da gibt es sehr, sehr viel Stein drin. Und diesen Stein müssen wir einfach abbauen. Hier sehen wir schon, hier ist unfassbar viel Stein. Und ich baue einfach mal ein bisschen ab. Dann seht ihr auch schon, hier gibt es sehr viel Stein zum Abbauen. Ist eigentlich auch eine mega einfache Sache. Wie gesagt, das hier ist dann auf jeden Fall der Regenschirm. Direkt neben The Block. Und dieses Forkknife gibt es hier direkt neben Fatal Fields. Da vorne ist ja so ein Gabel, so ein Messer. Das ist damit gemeint. Auch hier gibt es sehr, sehr, sehr viel Stein. Diese müssen wir auch einfach hier abbauen. Und auf jeden Fall ist das Ganze echt sehr einfach. Wie wir sehen, hier gibt es auch mega viel. Ich lande mal ganz kurz hier und baue schon ein bisschen hier ab. Einfach um das Ganze zu zeigen. Ist echt sehr einfach auf der Karte, wie gesagt, bei Fatal Fields genau hier. Bei der letzten Phase müssen wir Metall sammeln und das ist hier bei Pressure Plant. Auf jeden Fall ist hier so eine Roboterfabrik. Hier können wir ganz viel Metall sammeln. Das wäre auf jeden Fall die letzte Phase. Und hier könnt ihr am besten bei diesen langen Stangen landen, denn die geben hier am meisten Metall. Einfach mal hier hingehen und die abbauen. Nacheinander einfach. Geht auch sehr, sehr, sehr schnell. Und hier gibt es auch sehr viele von. Und auf jeden Fall wäre das dann hier auf jeden Fall die dritte Phase. Und hier ist das Ganze, wie gesagt, bei Pressure Plant genau hier rechts oben in der Karte. Und das waren jetzt hier insgesamt alle 3 Phasen. Und somit war es das auch schon mit der Aufgabe aus der Woche 10. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.